Niemand darf mich entdecken. Ja, ist ja gut. Sterb. Komm, stirb. Da war noch einer. Komm her. Bei Fuß. So, zack. Okay. Was ist eigentlich, wenn ich... dahin gehe? Hallo? Hier bin ich. Na komm. Verlässt das Kampfgebiet. Man muss echt da drin bleiben. Ja, ja. Ja, du mich auch. So. Autsch. Autsch. Ah, fuck. Mach doch mal, was du machen sollst. Meine Güte, ey. Mal heilen. Na komm. Ja. Fuck. Wenn du mit einmal falsch drückst. Wow. Komm her. So, komm. Autsch.
Wenn man das macht, dann weicht man aus. Das ist halt gut. Der Löwe ist halt eigentlich ganz cool als Gegner. Mann. Ja. Nein, du darfst nicht sterben. Besonders jetzt nicht. So. Hey! Nein! Ich weich aus! Muss mich ja einmal heilen. Ja. Na komm. Beifuß. Ja, komm, wir schaffen das. Ich hoffe es mal. Na, komm her. Nein, nicht so. Am Heilen, bitte. Er brennt. Hey, wenn ich jetzt sterbe, ne? Geschafft. Oi, 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 oi. Eine Marschallöwe erledigt. Das war auch ein Akt jetzt. Ui, 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 ui. Ja. Ah, geht doch. Warum wird das schon wieder angezeigt? Ach nee, weil ich gestorben bin wahrscheinlich, ne? Ich hasse sowas. Da ist der Pelz. Es werden auch immer mehr Sachen. Können wir alle verkaufen. Da wird der Mist auch angezeigt. Söldner. Da. Okay. Und jetzt? Quest. Land der Gesetzlosen. Ist das? Ist das? Das haben wir wo? Land der Gesetzlosen, Hafen der Gesetzlosen, hey? Wo ist die denn? Antosa informiert über Marine hat natürlich einen Preis mit dem Ziel des Einflusses des Bürgers auf Korinth zu schwächen. Bat Antosa Cassandra seine Lager aus dem Hafen zu zerstören.
Ich höre dich, wa? Warte mal, wo waren das? Hier hinten, ne? Nee. Hier war das. Da, genau. Gut. Wollte noch was gucken. Komm mir eh gerade so nicht raus. Was ist das? Okay. Oh ja. Ist eine Menge. Ich muss hier erstmal raus. Ich muss hier erstmal raus, dass ich Schnellreise nutzen kann. Wäre auch noch eine Quest vom Höker, die ich erledigen muss. So, jetzt aber. Wenn das halt immer so viel ist und du völlig verpeilt bist und nicht weißt, was du machen solltest. Ist immer echt gut. Ja. Ja. Gut. Der Höker, das ist dein. Ich würde sagen, ich erledige das jetzt noch. Auch wenn wir bei 44 Minuten sind. Dementsprechend kann ich das dann noch besser schneiden. Mache ich das halt nochmal fertig. So, da hinten haben wir das. Wow. Das war echt gut. So richtig verdammt schlecht. Meine ich damit. Und ich hätte mir den Höck auch vorher erledigen können, finde ich. Naja. Was soll's. Also das mit dem Höker. Irgendwie spackt das so ab. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist so merkwürdig. Ich brauche eine neue Grafikkarte. Unbedingt. Hallo. Wenn Hallo. Ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Toll. So komme ich dann nicht rein. Mir wurde un- du, bitte, hilf mir! Dann hau ab. Das werde ich niemals vergessen. Niemals. Okay. Dann verschwinde. Dann stirbst du gleich. Ach komm. Wie befreie mich? Ist da oben noch jemand? Ja. Wow. Du bist frei. Geh. Zack. Erstmal alles mitnehmen. Ist hier noch was? Nö. Okay. Was ist das? Achso. So. Zack. Jetzt stirbst du. Warum sterbe ich denn jetzt?
Zack. Sterb. Ich wollte eigentlich darauf werfen. Aber nein. Ihr musstet ja nerven. Komm und hol's dir. Man merkt, dass Mutter und Vater schon zusammen gekämpft haben. Also trainiert haben. Ich kämpfe gerade gegen jeden. Jetzt, los! Zack. Okay, Höker ist tot. Wenn das der Höker war. Du kämpfst wie ein Spartiat. Du bist entschlossen. Das haben wir gemeinsam. In den Flammen waren Unschuldige gefangen. Die in dem Lagerhaus? Habe ich längst befreit. Ein guter Soldat tut, was ihm gesagt wird. Ein großer ist immer zwei Schritte voraus. Danke. Ich bin Cassandra. Ich würde dir auch danken, wenn ich wüsste, wer du bist. Brasidas von Sparta. Du bist neu hier in Korinth. Bist du auch ein Spion? Eine spartanische Taktik. Oh, ich hab Mittel und Wege. Ich bekomme das Gefühl, das gehört in Korinth dazu. Antusa hat ihre Hetären in jeder Ecke. Ah, Antusa. Wir sind uns uneinig, haben aber einen gemeinsamen Feind. Den Höker? Wir sind uns einig, dass er sterben soll, aber uneinig wie. Sparta hat also auch ein Höker-Problem. Was weißt du über ihn? Seine Waffe hat eine große Reichweite. Korinth kämpft an Spartas Seite. Es ist unsere Pflicht, sie zu beschützen. Dann ist eine Zusammenarbeit mit Antusa der sicherste Weg. Wenn es nach ihr ginge, würde der Höker durch die Straßen getrieben. Sparta will, dass er leise erledigt wird. Okay. Was willst du mit ihm anstellen? Der Höker hat Korinth unter seiner Kontrolle. Ich will ihn mit möglichst wenig Blutvergießen ersetzen. Er verlässt den Thron nur, wenn er stirbt. Ganz einfach. Ja. Er spricht nicht die Sprache der Diplomatie. Überrascht mich nicht. Nach allem, was ich hörte. Wir haben seine wichtigsten Männer festgenommen, die Bürger bewaffnet, versucht, die Polis gegen ihn aufzubringen. Nichts half. Es bleibt nichts, außer einem schnellen Schnitt mit dem Schwert. Das hilft meistens. Wir locken ihn in die heilige Höhle Korinths und dann ist es vorbei. Wenn ich Korinth verlasse, ist der Höker lange tot.
Tötest du ihn, wird Sparta in deiner Schuld stehen. Auch ich war einst Spartanerin. Einst? Bis ich als Kind vom Taygetos-Gebirge geworfen und zurückgelassen wurde. Du bist die Tochter von Nikolaos von Sparta? Ganz Sparta kennt deinen Namen. Du bist hier? Und du bist am Leben? Unmöglich! Ich habe überlebt, mich selbst großgezogen, während das Leben in Sparta weiterging. Ganz gleich, ob man aus Sparta ist. Die Guten werden vergeben und ihnen sollte vergeben werden. Ich bin auf der Suche nach meiner Mutter, Myrine. Und nur Anthusa kann mir helfen. Ja, Myrine. Du kanntest Nikolaos? Ein guter Befehlshaber, aber ein sturer Spartiat. Und entlohnt für seine Loyalität. Aber er verschwand und seine Leiche wurde nie gefunden. Der Staat hat ihn für tot erklärt. Ist schon gut. Ich sah ihn zuletzt, als ich ein Kind war. Du weißt nicht zufällig etwas über sie, oder? Ich weiß, dass niemand solch eine Tragödie allein ertragen sollte. Und ich hörte, dass sie in dieser Nacht Sparta den Rücken kehrte. Niemand hat sie vergessen. Soweit ich weiß, wollte sie vergessen werden. Es gibt keinen Weg zurück. Die Vertriebenen finden immer wieder ihren Weg nach Hause. Die Götter haben nur entschieden, dass du dafür kämpfen musst. Das wäre nicht irgendwie einfacher gegangen? Kopf hoch, Spartiat! Einfach gibt es nicht. Wiedersehen, Brasidas. Wir sehen uns wieder. Ich werde mit dir kämpfen. Sei mutig. Sei mutig. Sei stark. Alle Leichen weg. Ich hätte gerne geplündert. Naja. Und ein neues Level. Ja. Irgendwie spinnt das so dermaßen rum. Wieder mit den Höker. Ja, das werden wir aber dann bei dem nächsten Mal machen. Ich werde hier nochmal kurz was machen. Gucken. Immer noch zu wenig von allem. Ich müsste trotzdem mal kurz zum Schmied Sachen verscherbeln. Ne. Es lohnt sich, seine Ausrüstung zu pflegen, versteckt eine Rüstung um 30%. Sondert Blutlinie. Weist diese Fähigkeit zu, um sie zu nutzen. Lass dann einen Hagel von 5 Hieben. Okay. Bei 5 Hieben hat er mich das schon. dann mache ich das da weg. Genau. Und da wir wechseln können, mache ich das Flammenschwert da rein. Wir können ja DLC neue Tricks. Ja, immer noch im Sperrgebiet. Genau, man kann halt mittendrin wechseln. Das ist das Gute. Schade. Man kann es doch nicht testen. Der Schmied. Ich muss mal kurz zum Smied. Zu Smidas. Sorry. Ich habe echt einen an der Marmel. Mach mal kurz hier weg. Dass ich hier auch schnell reisen kann. Das ist mir aber zu weit. Ich habe keinen Bock zu laufen. Ich bin eine faule Sau, was hier Laufen angeht. Ups. Ja, wenn man nicht schon reisen kann, dann macht man das auch. Um wenigstens ein bisschen Zeit zu sparen. Und so lange lädt er nämlich nicht. Was ist endlich das hier gewesen? Heilige Höhle. Ach, das ist die Höhle. Ah, okay. So, erstmal zum Smied. Hi. Hi. Bleib, wo du bist! Für Zeus!
Das sieht cool aus. Ihn noch hinterher und tot. Oh Gott, ich bin so mies. Es bringt einfach verdammt viel Spaß. Ja, ja. Hallo. Sei gegrüßt. Verkaufen. Wow. Tschüss. Okay, Gold kriegen wir halt auch dafür. Und eigentlich Ressourcen. Das ist einfach am schönsten gravieren lassen. Krieg von jedem etwas, ne? Alles, was ich nicht brauche, weg damit. Zack. Dann kann ich halt alles gebrauchen, ne? Was verbessern? Voll teuer noch. Okay, das könnte ich verbessern. Das immer noch nicht. Immer noch nicht. Kaufen. Zephyr, spartanische Flagge. Okay. Was soll man damit? Gebe ich halt gerade ein bisschen Geld dafür aus, aber egal. Zu wenig Kohle. Ups. Reicht. Und jetzt habe ich auch zu wenig Kohle, um zu verbessern. Ah, die Schuhe habe ich sogar an, die kann ich sogar immer hochleveln. Was die hier finden? Obsidianglas. Das gibt es meistens in der Höhle. Na gut, aber ich würde sagen, ich werde hier die Aufnahme beenden. Ich werde nochmal gucken, ob ich das alles so hinkriege, dass das auch wieder flüssiger läuft. Schauen wir mal. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Assassin's Creed Odyssey. Bis dann. Ciao, ciao.